Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Eurotruck Simulator 2. Tag in Hasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Eurotruck Simulator 2. Nach wie vor stelle ich hier vor die Beta 4.6 der TSM-Map und nach wie vor an Bord mit mir der Christian. Und wir haben versprochen, wir fahren jetzt mal da vorne rechts. Okay. Da ist angeblich immer ein Stau. Kann ja sein, dass du Glück hast, aber wie gesagt, bei uns die Beta-Tester waren da oft am Fluchen, ich komme hier nicht mehr weg. Das fängt ja hier schon an. Das sehe ich ja jetzt geht's schon. Noch. Ja, ich würde einfach raten, fahr mal einfach dann rechts rein, dann fährst du kurz auf das Firmengebäude. Und du wirst auch sehen, die Firmengebäude, wir haben die teilweise, also die werden dann auf der ganzen Map so sein, in Süditalien. Wir haben die teilweise ein bisschen rangier, schwieriger gemacht. Also stehen dort Kisten, Kartons, Gabelstapler, Frachten, es steht dort alles mögliche rum auf den Firmenhöfen. Das auch, weil viele Leute danach gerufen haben, wir möchten ein bisschen Rangierschwierigkeiten und so. Wir haben es jetzt nicht übertrieben, so dass man nicht durchkommt. Aber einige Stellen könnten dann schon knifflig sein. Also das kann dann durchaus mal vorkommen, dass einer überhaupt, wenn er den Trailer parken will oder so, dass er da einige Schwierigkeiten haben wird. So, und das ist dieser berüchtigte Kreisverkehr? Das ist der berüchtigte Kreisverkehr mit Stausyndrom, aber... Wie soll ich fahren jetzt? Einfach einmal durch, oder was? Fahr rechts rum. Auch jetzt hier rechts abbiegen? Ja, bieg rechts ab und dann okay. Hast du gleich das Faircam-Gebäude, müsstest du dann gleich mal in Sichtweite haben. Bisschen weiter vorne. Und dort kannst du dann reinfahren und wenden und... Dann sehen wir auch, wie die neuen Firmenhöfe dann mehr oder weniger gestaltet werden. Also, dass da ein bisschen mehr Feeling aufkommt. Ich glaube, hier müsste gleich links rein, oder? Hier müsste die Firmeneinfahrt sein. Ja, genau. Also, mir ist gerade ein bisschen die Framerate ein bisschen eingebrochen. Da war gerade eine Menge los, offensichtlich. Das kann gut sein, ja. Wir testen das Ganze noch aus. Wir senken teilweise noch vom Framerate hin und her. Also, wir haben jetzt unter den Beta-Testen verschiedene Rechnerkonfigurationen. Gut, es ist auch zu sagen, die Map wird immer größer werden, wird nicht kleiner werden, also einen halbwegigen Zocker-PC braucht es irgendwann schon dazu, aber wir versuchen wirklich die Sachen auch so zu bauen, dass Models, die jetzt eher nahrelevant sind, erst dann geladen werden, wenn man wirklich davor steht und andere, die weiter weg sind, die man von weit weg sehen soll, dass die früher geladen werden. Also wir versuchen uns da auch mit den Feinheiten ein bisschen rumzuprügeln und einige Beta-Tester haben auch gesagt, bei ihnen läuft Süditalien teilweise flüssiger als Restmap und so und das ist dann schon mal okay. Also ich denke mal, das ist immer vom guten Weg. Und genau, und jetzt... Jetzt war ich da gerade mal auf dem Gelände und da war ja auch so einiges Gedöns rum, ne? Ja, wie gesagt, das ist generell die Firmen. Es gibt dann auch noch ein paar fiesere später, wo man wirklich ein bisschen rangieren muss, wenn man abgeben will. Aber das gehört halt dazu, das macht das Ganze ein bisschen interessanter. Und das ist jetzt eigentlich die Kreuzung, wo so viele über den Verkehr mal schimpfen. Aber bei dir scheint es gerade gut zu laufen. Ja gut, ich weiß nicht, es ist noch nicht ganz, Feierabendzeit. 15.12 Uhr ist jetzt hier da. Oh, ein alter Mustang, der mir da gleich reinfährt oder was? Der wartet. Ja, aber man kann sich's vorstellen, weil man sieht's ja hier schon auch, dass die jetzt hier stehen. Genau, das ist ja das Geile, das muss man den Zuschauern ja auch mal sagen, ja, dass du dir die Zeit nimmst und da jetzt auch wirklich mitfährst, weil wenn da jemand dabei ist, der die Map mitgestaltet, dann kennt er natürlich, hat er Informationen, die ich nie irgendwo herhaben könnte und das ist schon sehr witzig. Ja gut, ich kann dir halt ein bisschen zeigen, wo was ist. Es ist ja noch eine Beta, es ist, wie gesagt, überhaupt hast du leider bei unserem Download-Bereich eine ältere Version gekriegt. Also es sind noch ziemlich viele weiße Flächen auf der Map, sagen wir so, aber ich kann dich schon ein bisschen hinleiten, wo was los ist, damit wir ein bisschen einen Eindruck vermitteln können, was jetzt dann kommen wird. Also wir fahren jetzt am Stück 20 Minuten und das war also eine Menge und das, ich meine, die Leute wollen ja auch nicht alles sehen. Die wollen ja auch selber ein bisschen was erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Komm, fahr zu da, ich will da rein hier. Klar, alles zeigen werden wir ihnen nicht. Sollen ja auch noch was haben, wenn sie die Map dann gedownloadet haben. Da lasst mich ja nie rein, wenn ich da nicht vorfahre, ne? Nee, du bist in Italien, du musst schon auf die römische Art fahren. Also, alles klar, ne? Alles klar. Das Blöde ist, ich bin normalerweise gewohnt, dass ich auch rechts rausschauen kann. Mit meinem Giraffenhals. Aber komm, das kriegen wir schon. Außerdem ist es mir egal, ist nicht mein Truck. Da kann ich auch mal ein bisschen Unfälle bauen. So, ich bin drin, glaube ich. Das wird schon. Und das ist mir auch egal, wenn ich zu spät komme. Lieber ein bisschen gucken hier. Ja, das ist ja momentan wurscht. Das ist nur ein Beta-Profil und ich glaube kaum, dass du das behalten wirst, ne? Nein. Das mache ich ja immer so. Da wird mir ein schnelles Profil, erstelle ich mir schnell eins. Und da brauche ich keinen eigenen Truck. Dann
geht das viel schneller. Dann kann ich auch dort starten, wo ich will. Ich bin ja sonst, habe ich ja in Nürnberg eine Niederlassung, in München und in Hannover. Und das wäre ein bisschen weit nach Italien runter. Deswegen ist das sowieso viel besser, dass wir hier starten können. Da wärst du schon eine Weile unterwegs. So, ich habe mich reingedrängt. Alles ist gut. Ja, so musst du in Italien fahren auch teilweise. Also es wird noch einige von diesen kniffligeren Punkten geben, ne? Und wo man einfach auch mal vielleicht, ich sag jetzt mal Real-Minuten, vielleicht 5 oder 10 Minuten steht, bevor man weiterkommt. Aber das gehört halt einfach dazu. Ja, ja. Das ist schon lustig, ja. So, jetzt kommen wir hier wieder raus. Oh, jetzt bleibt er einfach da stehen. Fahr zu! Du blöder Idiot! Hallo! Warum wartet der jetzt da? Weil er, ihn fragen. Weil er dumm ist. Nee, Moment, da stehen sie auch schon in der Schlange. Na tolle Wurst. Na, jetzt ist eh rot. Vielleicht eine schöne Frau gesehen, was weiß ich. Aber die KI funktioniert, muss ich jetzt sagen, also seit ich City Car Driving gespielt habe, ja, weiß ich die KI im Euro Truck Simulator 2 echt zu schätzen. Ne? Also die bei City Car ist die zum Teil sowas von dreist. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ah, ich weiß es nicht, ich habe das nie gespielt, nie probiert. Aber wie gesagt, KI-mäßig soll ja jetzt noch einiges kommen von SCS. Also mit Patch 1.9 wird ja da grundlegend einiges geändert. Auch map-technisch wird da wieder einiges umgestellt. Das heißt, es kommt dann ein Haufen Arbeit auf uns zu. Ich hoffe, wir releasen noch die 4.6 vor 1.9, damit wir dann gemütlich umstellen können. Weil da wird sich einiges ändern. Und laut den Aussagen von SCS und auch was ich so aus Beta-Kreisen gehört habe, wird die KI um einiges umprogrammiert werden und wird sich auch an Straßenschilder und Straßenbegrenzungen und so weiter halten und nicht nur noch stumpfsinnig an Not-Properties, die man eingibt. Weil momentan konnten wir die KI nur geschwindigkeitstechnisch beeinflussen, indem wir auf gewissen Straßensegmenten eine Höchstgeschwindigkeit festlegen konnten für die KI. Schade und eigentlich, weil dann würden die jetzt hier vielleicht mal fahren und wenn jetzt in der nächsten Grünphase die nicht fahren, dann werde ich die wegrammen, ja? Ich würde mal hupen, hin und wieder funktioniert. Was ich schon in meinem Leben hier gehupt habe. Nee, also da hat sich irgendwas verknotet, glaube ich. Mhm. Sieht so aus, ja. Also in der nächsten Grünphase machen wir Rubber Duck. Genau. Nee, also wie gesagt, die wollen ja da einiges in der KI ändern und ich sehe das Ganze mal positiv und auch wenn viel Arbeit auf uns zukommt, aber wenn die KI noch wirklich gut in den Griff kriegen, dann wäre das für uns nicht verkehrt. Ah, da hat sich jetzt ein richtiger schöner Stau überall gebildet. Ja, wir haben einen lustigen Albtraum. Und der ist mir jetzt aber gerade egal, der lustige Albtraum. Jetzt fahre ich da einfach weiter, verflucht. Es ist grün, ich kann fahren. So. Unfall verursacht. Unfälle werden überschätzt. Weg. So. So geht das. So, wie weit haben wir es denn noch überhaupt? Stückchen ist schon noch, also ich 48 sag, ja. Minuten, sagt er. 47 Minuten. Ah. Wir sind nur Landstraße. Ich meine, da oben hast du dann, wenn du links nochmal hochguckst, müsstest du jetzt die Stadt schön sehen. Ja. Da kommen dann auch die Autos runter. Aber ich weiß schon, was du da versuchst. Ich weiß schon. Schau doch mal links hoch, dass du den Unfall baust. Ich kenne dich doch. Du willst mich da reinreißen. Du weißt ganz genau, dass das so schwierig ist. Na doch, doch. Ah, scheiße. Oh, jetzt hätte ich beinahe. Okay. Ich muss ja aufpassen, weil in Süditalien steht schon gern mal so ein altes Auto oder so ein kaputter Truck neben der Straße. Das kann dir durchaus mal passieren, also wenn du da ein bisschen zu weit rechts fährst, dass du da irgendwo reinkrasch, ne? Woher hast du das gewusst? Weil du es gemacht hast, ne? Genau. Weil du es gemacht hast! Da steht tatsächlich so ein alter LKW. Ja, das ist viel geiler, wenn da jemand dabei ist, der das wirklich kennt. Da kann man viel, viel mehr zeigen. Das ist echt genial. Ja. Auch wenn du drüben, also weiter nach rechts guckst oder so, das sind Kalabrien ist ja auch bekannt irgendwo als die Obst- und Gemüsekammer Europas. Also es ist ziemlich viel Landwirtschaft dort und da haben wir auch ziemlich viele landwirtschaftliche Höfe und Felder und so weiter reingebaut. Also wir versuchen ein bisschen das Kalabrieren mitzubauen. Jetzt fragen mich immer wieder Leute, baust du nach Google Maps oder so? Ich baue nicht nach Google Maps. Ich werde auch nie nach Google Maps bauen, weil es einfach vom Größenverhältnis ja keinen Sinn macht. Ich verwende sehr wohl Google Maps, also ich schaue mich da um, ich schaue mir ein paar Straßen an, ich präge mir ein paar Landschaften ein und versuche halt die dann im Spiel so rüber zu bringen, dass man sich ein bisschen an die Gegend erinnern könnte, weil es bringt mir nichts, wenn ich jetzt 10 Kilometer nach Google Standard baue. Hier zum Beispiel ist rechts
da hast du ein Einkaufszentrum mit links Tankmöglichkeiten, Schlafmöglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht in deiner Version, ob das alles schon fertig ist, aber wir könnten es uns mal angucken. Also auch so kleinere Sachen neben der Straße mal. Hier ist ein polnischer Supermarkt zum Beispiel. In Italien gibt es ja ziemlich viele, überhaupt im Sommer oder so, polnische Gastarbeiter, die unten in der Landwirtschaft arbeiten. Die haben dann ihre Supermärkte und alles schon. Also, ja, wie gesagt, wir versuchen alles ein bisschen reinzubringen. So. Was haben wir da hinten noch was versteckt? Da ist ein super Einkaufszentrum. Ordentlich was los hier. Ja, kannst du dann auch mit deinen Trucks zufahren? Ich weiß nicht, in deiner Version, ich glaube, das ist noch eine der ersten Betas, da steht teilweise die AI noch ein bisschen komisch rum. Ich glaube, wie du rechts siehst, da steht die AI noch dort, wo sie nicht stehen soll. Ja, vor allen Dingen, wir haben nicht nur einen polnischen Supermarkt, sondern wir sind auch in Polen, weil da hat jemand in dem die Reifen geklaut. Von diversen Fahrzeugen. Ja, wie gesagt, also in der neuesten Beta ist das alles schon raus eigentlich, aber heute müssen wir mit der durchkommen. Jetzt habe ich Hunger, ich weiß nicht warum. Oh, ich irgendwie. Auch. Ja. Okay, super. Fahren wir weiter, damit wir nicht allzu spät kommen. Ich habe gerade übrigens den Truck auch schon abgewürgt. Das ist alles super. Es läuft alles super. Ja. Ja, ist ja super, dass das immer wieder klappt hier mit uns. Ne? Das freut mich immer wieder, wenn ich irgendwie ein bisschen was Neues zeigen kann. Und ihr macht ja auch immer so ein bisschen News dann darüber und so. Ne? Das ist schon cool. Ja, klar, also wir hatten jetzt selbst intern ein paar, also ich hatte jetzt ein paar Schwierigkeiten. Die Map sollte ja eigentlich schon früher rauskommen, weißt du auch, wir hatten ja auch schon drüber geredet. Ja, ja. Nur hat es mich dann mit dem Zahn erwischt. Ich lag dann 4-5 Tage mit Fieber und Schüttelfrostfach, war dann 3 Tage in München, hatte ein doofes Hotel, wo ich keinen Internetanschluss hatte, konnte mich also nicht mit den anderen austauschen, wie schaut's aus und so. Haben dann das Ganze verschoben. Wir haben zwar versucht, noch das Event eventuell zu buxieren, aber das hat auch nicht ganz geklappt und... Ja, jetzt haben wir gesagt, wir machen das jetzt gemütlich fertig. Je mehr Zeit wir haben, desto mehr können wir so an kleinen Details wie so Baustellen, da zum Beispiel links hier wird eine neue Superstrada gebaut, die dann mal Catanzaro mit Crotone verbinden soll. Die ist jetzt natürlich noch nicht befahrbar, ist große Baustelle. Auf der rechten Seite hast du so das klassische italienische Billig-Hotel-Programm neben dem Strand. Hotels werden auch noch gebaut und so. Und so weiter und so fort. Also wie gesagt, wir machen das jetzt gemütlich fertig. Ich denke noch 1-2 Wochen und... Das sah jetzt auch ganz cool aus, da mit der wilden Parkerei da in Grün. Das war schon ein bisschen nicht so richtig deutsch geordnet einfach, ne? Ja, das ist auch das, was ich rüberbringen wollte. Auch wenn einige Beta-Tester sich mit ihrer deutschen Ordnung da ein bisschen beschwert haben. Aber es ist halt einfach so. So, was haben wir denn da rechts? Schönes Meer? Da haben wir das Meer, da wird doch noch... bisschen was kommen, da haben wir eigentlich nur Meers und Hotels hier entlang, dem Tyrrhenischen Meer da unten. Oder ist das schon Ionisches Meer? Das müsste Ionisches sein auf dieser Seite. Ich halte mich da komplett raus, weil ich dann mich eh bloß in den Messen setze. Ja. Und das ist jetzt Crotone, also auch wenn du da vielleicht halten magst und so und sehr gerne. Ein bisschen von hinten gucken willst, das ist wieder eine Stadt, die angedeutet ist, die jetzt nicht eine Stadt in dem Sinn ist, so befahrbar wie die anderen, nicht in die Richtung, in die andere rum. Genau, wenn du vielleicht noch hinter die Brücke fliegst, habe ich dich ein bisschen zu früh bremsen lassen, weil... Nein, das macht ja nichts. Wir sind ja Superman. Ja, hier siehst du auch, da unten ist der Teil, wo du fährst, wo der Traffic fährt, das ist die Autobahn, die gebaut wird, da hinten ist die Stadt. Da ist dann das Industriegebiet, wo wir unsere Entladungsstellen und so weiter haben, also... So ist es mehr oder weniger in diesen Regionen, sagen wir, die man jetzt bauen, strukturiert, ne? Okay. Konkret kannst du nochmal den Unterschied zwischen Städte und Regionen nochmal so ein bisschen... Also Stadt ist halt so die klassische Stadt, die wir von SCS gewohnt sind. Ne? Ja. Und Region ist halt, es ist nichts anderes als eine, von der Struktur her ist es wie eine Stadt-Dev, nur ist es halt aufgeteilt. Ich baue mir dann die Städte einfach auf der Map, gebe denen keine Stadtdefinition, sondern behandle die einfach als Regionen. Das heißt, du hast dann von mir aus die Garage für Kalabrien, hast du von mir aus hier in Crotone stehen, während die Werkstatt drüben in Taranto steht und so weiter und so fort. Also das Ganze ein bisschen verteilt, damit wir einfach weniger Städteressourcen haben, weil ich habe von einigen Mappern schon gehört, dass es Building-Probleme gibt mit gewisser Anzahl an Städten und so weiter. Gut, das betrifft uns jetzt nicht, weil wir bei TSM, wir bauen alles noch ohne DLC. Also wir bauen komplett ohne DLC. Die Zone, wo du jetzt hier bist, ist zum Beispiel noch, sagen wir im Rohbau, die ist zu 50% fertig. Zumindest hier auf der Version, die du hast.
Und andere Mapper hatten da schon das Problem, dass ab einer gewissen Anzahl an Städten, die sie in der Map hatten, die Map nicht mehr ladet oder beziehungsweise du dann Frachten hast, die verschwinden oder du fängst in, was weiß ich, in, du willst in Nürnberg anfangen und kommst in London raus. Und lauter so kleine Problemchen. Okay. Und, die haben wir zwar noch nicht, weil wir bauen noch ohne DLC. Also wir bauen unsere Map so, dass sie mit DLC läuft, aber dass sie ohne DLC genauso läuft. Mhm. Und die meisten anderen Mapper, die bauen eben schon die Map mit DLC integriert und da gibt es eben diese Problemchen. Und um dem schon vorzubeugen, weil eines Tages werden wir auch auf DLC umschwenken müssen, wenn wir mal Richtung Osten gehen, um dem vorzubeugen, versuchen wir halt jetzt schon städtemäßig jetzt nicht so viele Devs noch reinzubringen, sondern es halt über Regionen zu lösen. Alles klar, also so ein bisschen Technik, ne? Technische Frage. Und ja, wir können da gerne auch nochmal weiter drüber sprechen. Wir haben jetzt allerdings das Ende dieser Episode schon wieder. Es ist vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da und da freuen wir uns. Und dann machen wir dann weiter mit der nächsten Folge. Es geht dann weiter. Ciao.